Das nur. Ja, okay. Ja? Einfach so. Ja, wir laufen auf jeden Fall. Ah, wir laufen schon. Mhm. Oh je. Yeah. Nein. Drei, zwei, eins. Hello, Power People! Nein, das ist der Cut. Okay. I don't get it. Zu viel Wein. Okay, komm. Das ist ein Schluck. Das ist ein Schluck. Tschin, tschin. Warte, nochmal, ne, wir können schon so anfangen. Hallo, Power People. Heute, in dieser Folge von dem Podcast, wir haben einer der krassesten Gäste, die wir hier haben konnten. So, das ist so die neue Frankfurter Popstar-Fotograf, kann man so nennen. Okay? Wir haben hier heute den Lukas. Ist so, oder? Ich hoffe es doch. Ja. Wenn du das so bezeichnen möchtest, freue ich mich drüber. Also, ich spüre das so. Ich war sehr gut, sehr gut. Und also, wenn du schon jetzt, ich habe dich als Fotografer bezeichnet, aber bist du wahrscheinlich ein... Du bist ein Multitalent, hau raus. Ja. Ich mache vieles, sage ich so. Ja, ich sage immer, das Leben ist zu kurz, um nur eine Sache nachzugehen. Und ich finde auch, dass unsere Gesellschaft sehr strukturiert ist, immer zu sagen, man kann nur das machen oder das. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht so. Und ja, ich mache nebenbei Musik, generell Content Creation, bin auch offen und finde generell Gespräche mit vielen Menschen Richtung Coaching auch super interessant, muss ich sagen. Und ich finde, das ist einfach so ein allgemeines Ding. Ich finde, das Leben prägt einen gewissen Hinsichtigen. Nein, egal, das, ne? Drei Menschen, die kein Deutsch können. Ja, wirklich. Wir können beide kein Deutsch. Ich frage nicht, wie das heißt. In gewissen Hinsichten, so wollte ich sagen, genau. Und Fotografie ist mein Hauptpart. Ich mache theoretisch neben Content Creation auch Conceptions mit Firmen. Erstelle Moodboards und ja, mach vieles. Und wie gesagt, Musik ist so ein bisschen mein Nebending. Ja, ich wusste gar nicht, dass du auch Musik machst. Ja, es ist noch so ein bisschen in the making, sag ich so. Ah, cool. Aber so selber singen oder komponieren? Ja, also ich spiele Gitarre auch nebenbei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Gitarren-Pro bin. Gitarre, wo ich 14 war, habe ich angefangen mit Gitarre lernen, aber auch nur ein Jahr und danach haben mir die Basics haben mir gereicht. Ich mache mehr Singer-Songwriting, also ich schreibe Songs gerne und arbeite ab und zu mit gewissen Producern zusammen und wir kreieren ein paar Sachen. Es gibt natürlich auch Leute, die dann die Songs übernehmen und weiter an den Sachen arbeiten und so. Und ich habe bis jetzt drei Sachen selber rausgebracht, aber ich bin noch ein bisschen in der Findungsphase, um zu sagen, ja, das zu finden, was ich persönlich eben gerne in der Musik noch selber machen möchte. Genau. Aber ich kann mich vorstellen, wenn du irgendwie sich in dieser Branche so wirklich auf den Weg machst, dass ganz viele Leute sich direkt verlieben. Guck mal in den Augen von dieser Jugend, bitte. Also ich fühle mich hier unbeherrscht, okay? Ich habe Hecht, ist das Hecht? Rechts. Ich habe Rechts habe ich grüne Augen. Geruch. In meiner rechten Seite habe ich grüne Augen und mein Link. Ganz krasse aber blaue Augen. Ich vergesse das manchmal, wirklich. Ach, du vergisst das. Ich vergesse das nicht, okay? Doch, ich denke, ich habe schwarze Augen. Ja, ich denke, dass auch interessante Farbe für die Augen, aber... Ja, okay. Wie? Ich habe grüne? Ja, na, aber ich weiß, was du meinst. Das war ein Joke, es tut mir leid. Aber jeder, so, das ist krass, also ich kenne euch nicht in Augen schauen, wir beiden. Ja, aber ich muss echt sagen, ich denke mir immer, das sind so Kontaktlinsen bei dir. Es sind aber tatsächlich meine echten Augen. Also ich trage weder Kontaktlinsen, ich müsste eigentlich eine Brille tragen, würde ich mal sagen, weil ich öfters in der Ferne nicht so viel erkenne, bin ich ganz ehrlich. Sind so Laser? Nee, aber auch so viele Leute fragen mich oft, ob ich meine Augen bearbeite. Und ich sage nicht, nein, ich bearbeite meine Augen nicht, überhaupt nicht. Alles? Nee, aber tatsächlich, also man bearbeitet ich meine, ihr seht jetzt, meine Augen sind blau, also sie sind definitiv blau und es kommt natürlich auch in der Fotografie, Fotografen und Models kennen das wahrscheinlich am meisten, kommt es eben auf die Lichtsetzung an und bei gewissem Licht hast du eben eine stärkere Augenfarbe als im Dunkeln. Also wenn das schon ganz normal so ist, bei einem Foto, wo man sich wirklich in Sachen atmen muss, wie Licht, Hintergrund und sowas, kommt viel stärker rüber. Ja, definitiv, ja. Aber die sind so Laserpointer, auch ohne Licht. Aber es macht ja auch Sinn, ich meine, im Dunkeln siehst du auch nicht viel. Oder? Also ist doch so, oder? Nein, doch. Vielleicht siehst du mehr im Dunkeln. Würdest du meine Augenfarbe im Dunkeln erkennen? Eine gewisse Dame schon. Du? Ich erkenne mit der Lichte gar nichts. Nee, ich bin fast blind. Weißt du noch, an dem Tag, wo die Mädels dann als Gast da waren? Ah, ja. Ja, und da habe ich dann erzählt, dass ich war in Düsseldorf, da lief dann eine alte Dame dann und dann schaut sie mir in die Augen. Das sind aber schöne grüne Augen. Es war stockdunkel. Okay.
Ja, aber so, ich meine, natürlich, wenn alles dunkel ist, ist es schwer, egal welche Farbe, Augen zu erkennen. Aber wenn irgendwie man so ein Auge hat und ein Licht einfach so funkelt, dann kann man erkennen, weil das passiert bei mir zum Beispiel nicht. Das ich kommt, weiß, was du meinst, ja. Weil hier so dunkel ist, so schwarz. Aber trotzdem eigentlich, na okay, du hast nicht hellbraune Augen, du hast schon recht dunkle. Ja. Und so dunkel aber nicht schwarz. Ist Farbe. Wenn es schwarz ist, ist es keine Farbe. Und wenn es ist, also das ist Farbe. Ja. Okay. Wir sind Farben. Moment. Wusstest du das? Wir sind Farben. Echt? Es geht ab, drin. Okay. Also in wenn man, wie heißt das, nicht physisch, Chemik gesehen, hat schwarz keine Farbe. Ich habe schon abgebrochen, ich bin da nicht so dran. Ja, die Sophie versteht mehr darüber, weil sie Make-up studiert. Das nee, ich habe 5 bekommen. Halt von Licht. Aber wir sind halt von Licht. Genau, das ist kein Licht, das ist Licht. Versteht ihr? Genau. Ja. Alright. Und das war's, Leute. Wir haben über unsere Augen gesprochen. Ja. Nee, aber wenn du sagst, so viele Augen nicht und coachen, das bedeutet auch, dass die Marke dich einfach kontaktieren und du auch unterwegs bist mit Firma. Genau, also bei mir ist es immer unterschiedlich. Ich persönlich möchte das ganz gerne, dass ich meine Kunden kennenlerne und auch deren Vision verstehe. Und für mich ist es nicht nur wichtig, dass ich eben Fotos abliefere in der Bearbeitung, wie der Kunde das gerne haben möchte, sondern ich würde gerne verstehen, was die Message dahinter auch sein soll. Das heißt, ich finde es interessant, warum wählen sie vielleicht gewisse Gesichter aus Models, beziehungsweise mache ich teilweise Model Scouting auch selber, wenn Firmen mich fragen, hey, wir wollen das und das eben umsetzen. Und da steckt viel Psychologie meiner Meinung nach hinten dran, dass sie halt eben herausfindest, wen wollt ihr ansprechen, über was können wir diese Community eben erreichen und was können wir da mit umsetzen, um gerade auch kritische Themen in unserer Gesellschaft, wie, keine Ahnung, Diversity, Skin Colors und alles Mögliche eben abzudecken und dass es eben eine breit gefächerte Menge erreicht, ohne dass sich irgendjemand auf den Fuß getreten fühlt, sag ich mal so. Ne? Ja. Und daran arbeiten wir auch zusammen einfach, dass wir gucken, okay, hey, wer passt in das Konzept rein, was wollen wir vermitteln? Aber es ist cool, weil dann bedeutet, die Firma muss dich wirklich vertrauen. Sag, ja. Wir wissen, dass du gut bist und was du machst. Also na klar, es sind viele Schritte, also es ist nicht ein Call und dann heißt es, okay, morgen shooten wir. Das sind wirklich viele Sachen, es wird viel abgesprochen, wir erstellen Moodboards und so. Oft unterwegs, du... Ja, viel, tatsächlich. Ja, ich sage immer, 2019 war so mein Travel-Jahr. Das war eigentlich genau das Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht hatte. Und ich glaube, ich war am Stück wirklich höchstens 2 Wochen mal zu Hause hier. Krass. Also ich war wirklich überall. Und es war eine sehr intensive, aber sehr coole Zeit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt heute... Ja, aber für die meisten ist es ja eigentlich ein Traum. Wie hast du es überhaupt geschafft? Auch finanziell? Ja, es ist tatsächlich... Ich bin immer so, ich weiß nicht, wie ich viele Dinge mache, es passiert irgendwie. Ich habe da auch mein Vertrauen einfach drauf. Und ich habe tatsächlich viele Connections gehabt, die mir diese Möglichkeit eben gegeben haben. Also ich habe viel, sage ich auch offen und ehrlich, auf TFP gearbeitet. Das heißt halt unbezahlte Shootings, die mir jetzt kein Cash eingebracht haben, aber mich eben viel rumgebracht haben. Ich habe viele Sachen erleben dürfen, habe viele Sachen machen können, viele Sachen, die ich mir finanziell vielleicht gar nicht hätte leisten können. Und gewisse Dinge waren auch einfach für jeden... der nicht in dem Business vielleicht, sage ich mal so, direkt drin ist, was gerade auch vielleicht Social Media und sowas angeht, vielleicht nicht unbedingt erreichbar zu scheinen sein erstmal. Ne? Also ich sage nie, es ist nichts möglich und ich bin jetzt auch nicht irgendwie in einem reichen Elternhaus aufgewachsen, dass mir super viele Privilegien vorgelegt wurden oder was auch immer. Ich bin ein Junge, der in einem kleinen Dorf, sage ich mal so, aufgewachsen aber ist. Aber das ist wirklich cool, weil also ich bin auch der Meinung, wenn man sich im Leben... wenn du schon weißt, welche Richtung du gehen musst und auch wenn du dazu vielleicht nicht den finanziellen Hintergrund hast, aber einfach sich auf den Weg dazu machst, dann passiert dann wirklich Sachen in deinem Leben, die dich auf diesen Weg bringen und dich darauf pushen. Ja. Und ich denke mal auch, das ist sehr viel, dass eben unsere Gesellschaft immer noch zu diesem Schubladendenken teilweise hat. Ja. Und ich habe damals auch weil ich gesagt habe, ich habe die Schule abgebrochen, das klingt vielleicht immer so, what the hell, okay, hast du überhaupt drüber nachgedacht? So, ja, ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich war bei der Berufsberatung bestimmt 10 bis 11 Mal, habe mir verschiedene Sachen angeguckt, ich habe überlegt, ein Fachabi auf einer anderen Schule zu machen und all die Sachen. Ich hatte einfach gewisse Gründe, diese Schule zu verlassen. Sie hat mich nicht dahin gebracht, wo ich hätte gerne sein wollen. Und auch menschlich viele Schüler mit runtergemacht, das sage ich auch offen und ehrlich einfach, dass es... da nicht die leichte Entscheidung war, aber ich hatte zum Glück die Unterstützung meiner Mutter und eigentlich meiner Familie auch. Klar, viele Leute haben trotzdem gesagt, so, ja, mach doch mal dein Abi fertig und dies und das. Ich habe aber mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, so, ich überlege das jetzt schon seit einer sehr, sehr langen Zeit und habe mir trotzdem die Möglichkeit offen gelassen, Fachabi zu machen. Das heißt, ich habe nach der 11. aufgehört und habe mich dann direkt erstmal 6 Wochen nach Asien aufgemacht und habe aber gesagt, ich möchte mal
myself so ein bisschen finden, ein bisschen mal diese Traveling Sachen anschauen. Hast du dich gefunden in Asien? Ich habe mich tatsächlich mehr gefunden, ja, tatsächlich. Also ich denke, das ist auch so ein Prozess, der geht dein Leben lang. Also ich würde nie sagen, dass du sagst, ich habe mich jetzt 100% gefunden. Das ist einfach nicht so. Natürlich. Dafür ändern wir, dafür haben wir viele Eindrücke, die wir immer wieder aufnehmen. Aber ich habe zumindest gemerkt, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich und das möchte ich nicht mehr. Und das ist für mich auch immer eine große Erkenntnis, zu sehen, auch zu erkennen, okay, ich weiß zwar nicht genau, wo es mich hinbringt, aber ich weiß, dass das und das nicht mein Weg ist. Okay, sorry, ich gehe. Nein, nein, nicht du, es ist das Sofa. Ich will so sicher. Ja, weil sie hasst es, wenn ich ihr zu nah auf die Pelle rücke. Ja, ein bisschen Space braucht, glaube ich, jeder so. Ja. Ja. Also jetzt können wir ein Picture machen. Ja, nee, aber da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr zu mir selbst finden können und einfach mal alle Gedanken sortieren können und eben gerade die Gedanken von Lehrern, von Eltern, von Freunden und Familien, die vielleicht auch das nicht unbedingt unterstützen können oder viele Entscheidungen passieren natürlich auch aus Erfahrungen. Leute haben Angst, sie müssen aus ihrer Comfortzone rauskommen und viele verstehen das natürlich nicht so direkt. Ne? Und deswegen muss meiner Meinung nach jeder seine eigene Erfahrung auf jeden Fall machen. Ja, aber du warst sehr stark, weil so aus einer Jugendalter, zu entscheiden und dann auch abwägen und dann aussehen, okay, nee, die Kommentare bringen mir eigentlich nichts, weil wirklich jeder hat ein Lebenserfahrung und könnte wirklich sein, dass vielleicht für deine Mama oder für deine Lehrer, das wäre gar nicht möglich, dass die nicht einfach fertig mit der Schule waren, aber wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, dass du brauchst das nicht von deinem Weg. Man sagt immer, der Wille ist der Weg. Ja, genau. So, und es ist im Endeffekt so ein Klischee-Denken vielleicht, aber es ist auch einfach wahr. Meiner Meinung nach. Also, deswegen sagt man auch so. Ja, wie gesagt, ich habe dann damals, wo ich aus der Schule draußen war, ich habe Nachtschicht gearbeitet, damit ich das Geld für Thailand und Asien bzw. Bali zusammenbekommen habe. Horror für mich. Ich sag's euch ehrlich, ich bin ein kreativer Mensch und ich habe das schon immer geliebt. Und ich habe es trotzdem gemacht. Hast du denn gearbeitet? Jetzt kommt. Egal. Wir reden nicht darüber. Ne? Also, okay, das klingt jetzt voll schlimm, wenn ich das wenn ich so sage. Nee, nein, es war eine Fabrikarbeit, sage ich mal so. Okay, ich möchte keinen Namen nennen, eben wegen Werbe und Sachen. Auf jeden Fall habe ich dort Nachtschicht gehabt und habe dann das Geld so ein bisschen zusammengekratzt. Aber Nachtschicht. Ich habe von 10 bis 6 Uhr morgens nachts durchgearbeitet. Okay. Ja. Ja, aber nachts verdient man mehr. Mehr, deswegen habe ich es auch gemacht. Tatsächlich, aber ja. Ich kenne das als Kreative, wenn du irgendwo in einen Ort zugeschlossen ist. Und wo du die Musik aufgabst, da. Ja, es war wirklich so. Es war eine Fabrik. Ne? Also ich saß wirklich so und die Sachen sind gekommen. Ich habe da Sachen gemacht, sind gekommen und so. Es war so Fließbandarbeit, sag ich mal so. Ne? Aber ich meine, auch das war eine Erfahrung. Und ich muss halt auch sagen, deswegen sage ich, alle negativen Erfahrungen sind im Endeffekt auch positive Erfahrungen. Ja. Weil im Endeffekt weißt du genau, was möchtest du nicht und was möchtest du. Oder zumindest gehst du in eine Richtung. Und das ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Stimmt. Einfach offen zu sein auch für Dinge. Genau. Viele haben kein Ziel. Das ist das. Ihr habt kein Ziel? Nee, viele haben kein Ziel. Aber viele haben... Beziehungsweise glaube ich, sie haben ein Ziel, aber sie trauen sich nicht, den Schritt zu gehen. Ja, das Problem ist auch, dass die Ziel manchmal wird, wie du gesagt hast, nicht unterstützt, weil jeder Mensch hat eine andere Erfahrung. Ja. Und die Leute, die sich einer in der Umgebung finden, sagt immer, nee, das wird nicht passiert, das wird nicht funktionieren. Aber deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch ein großer Fan von dem Satz Move in Silence geworden. Also ich finde, dass wenn die ist Profi. Ich finde wirklich, dass es gibt Leute, die beeinflussen halt eben. Ne? Das ist natürlich auch klar und viele meinen es auch nicht böse, aber ich meine, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, jeder hat sein eigenes Denken und jeder hat... Doch, manche machen das wirklich böse. Es gibt sicherlich auch Leute, die da ihre anderen Intentions, sag ich mal so, haben. Ne? Aus keine Ahnung, welchem Grund, aber ja, ich sag meist, es ist Selbstunsicherheit. Selbstunsicherheit. Ne? Nicht zufrieden, aber das ist nicht dein Fall, du bist ein Sonnenschein. Ja, ich beschäftige mich eigentlich auch gerne wirklich nur mit Leuten, die ich merke, die tun mir gut und alles andere muss halt einfach meiner Meinung nach nicht sein. Also ich meine, keiner zwingt dich mit einer Person zu sprechen oder dich mit einer Person abzugeben, die dir im Endeffekt nur negative Vibes gibt. Ja, also du bist offen und du kannst entscheiden und ich finde, das gibt einen großen Unterschied zwischen egoistisch sein oder dich selbst an erster Stelle zu sehen, damit es dir gut geht. Ich habe da ein Buch gelesen, da nenne ich sogar den Namen, es heißt You Do You, das ist ein graues Buch, ich weiß nicht mehr, von wem es geschrieben ist und da beschreibt sie das auch zwischen selfish sein, also egoistisch und selfish mit einem Bindestrich zwischen, also auf dich bezogen. Ne? Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich da so ein bisschen vielleicht mal mit auseinandersetzen möchte. Ich bin im Moment eine selfish auch. Und ich finde, das ist auch, ich glaube, jeder muss da so ein bisschen hinkommen, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist, wie gesagt, nichts Negatives, es ist etwas sehr Positives, weil du nur so deinen Weg für dich selber auch finden kannst und auch weißt, was und dir gut tut. Glücklich schätzen kann, weil ganz ehrlich, was bringt das, wenn man sagt, okay, ich habe das und das und das,
aber sich selbst nicht fühlt. Das Studio ist aufgebrochen. Ich muss eigentlich gut. Ja, ich habe es vergessen jetzt. Aber das dass du in der Self-Ich-Phase bist, hast du gesagt. Ah, genau. Ja, weil bring nicht so, ich habe das und das und das, aber man fühlt sich selbst aus. Leer, oftmals. Ja, und du weißt nicht, du hast das Gefühl, das ist aber wieder gesagt, diese Gesellschaft, die uns irgendwie sagt, du musst das und das tun. Aber warum musst du das und das tun? Ja. Du musst das nicht im Endeffekt. Ne? Und es ist aber ein langer und auch teilweise schwerer Prozess. Also das ist viele Kleinigkeiten und sowas. Ich habe zum Beispiel durch Affirmationen und sowas angefangen, so ein bisschen mein Mindset einfach mal umzukrempeln. Ah, so, ne? Sag mal für uns ein paar Affirmationen. Ich habe das noch nie tatsächlich gemacht. Nein? Immer wenn ich versuche, ich schicke dir später einen Link. Ich fühle mich ein bisschen Affirmationen. Sachen, die du zu dich selbst, so. Ja, dass du... Ah, so, morgens auf der, ich will das schaffen! Ich habe im Motherfucker Welt! Ja, sogar ein Buch mal geschenkt bekommen, bin ich der. Ich sag Ihnen, oh mein Gott, mein Deutsch ist ein bisschen Ich glaube, es liegt an dem Teil. Definitiv. Nee, hab so ein Buch bekommen, schreibst du dann jeden Tag oder jede Woche, was du gerne hättest, deine Wünsche, damit es in Erfüllung geht oder was du möchtest. Das ist aber wieder Richtung Manifestation, ne? Wahrscheinlich. Ja. Fakt ist, ja, sorry. Ich bin nicht der Mensch dafür. Das klappt nicht. Aber ich, das klappt ist nicht. Gut, dass aber das eigentlich interessiert mich voll. Aber es hat was mit Limited Beliefs zu tun. Also ich, genau, also das sind halt einfach Dinge, die... Ein bisschen Energie. Ja, Energie, ja, sowieso. Ich bin sehr spirituell, muss ich sagen. Also ich glaube sehr krass an Energien und auch an das Schicksal und an das Universum. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist für mich auch nichts irgendwie was Komisches oder so. Ja, nee, genau, ich glaube... Affirmationen sind im Endeffekt Dinge, die du wiederholst, um dein, ich glaube, man sagt, 7-mal musst du etwas wiederholen, dass das bei dir im Kopf drin bleibt, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht 100% sicher, ich garantiere gerade darauf nicht, aber soweit ich weiß, ist es in meinem Kopf so drin. Und Affirmationen gibt es zum Beispiel auf YouTube oder auch auf Spotify. Den gibt es bei von Bob Baker, das ist den ich immer tatsächlich höre, so heißt der, ich schicke dir später den Link. Genau, und es gibt verschiedene Affirmationen auch in verschiedene Richtungen. Also es gibt zum Beispiel Money-Affirmationen, wenn du zum Beispiel Probleme vielleicht mit dem Geld hast. Wir haben auch vorhin drüber gesprochen, dass Geld in unserer Gesellschaft oftmals sehr negativ angesehen wird. Ja. Ja. Das ist, heißt, ich spreche nicht über Geld, ich darf das nicht verdienen, ich muss das und das abgeben. Gerade Steuern, ich mache jetzt gerade meine Steuern. Hoffentlich bin ich durch, wenn das Video hochkommt. auf jeden Fall, weißt du, Geld abgeben, ich verdiene das Geld ja gar nicht. Die Leute wollen das und das von mir, ne? Das heißt, es gibt Affirmationen, die dir sozusagen einen anderen Blick auf Thema Geld zum Beispiel gibt. Und es gibt natürlich auch Self-Growth, Self-Worth und ich, all immer wenn Dingen. Ich Steuer bezahle, weil ich will nicht über das Geld weinen, weil das ist immer nur viel Geld, das man einfach wegmachen muss. Ja. Ich denke mir, ich bin so reich, ich bezahle den Staat, oh mein Gott. Ja, es gibt ich denke mir das immer, weil sonst werde ich traurig. Es gibt eine Technik, die solltest du vielleicht mal anwenden. Ich bin auch noch gerade dabei. Es ist, wenn du Geld abgibst, sollst du Arigato sagen. Ich glaube, es ist Japanisch. Oder ja, so. Japanisch. Arigato. Ja, Japanisch, genau, für Danke, genau. Mhm. Und dasselbe ist, wenn du es bekommst. Und das soll dein Mindset wohl damit nicht manipulieren, sondern dein Mindset darauf einstellen, dass du keine negativen Gefühle mehr hast, wenn du Geld ausgibst. Aber warum? Aber ich habe ein Shopping gemacht, die ich ganz leidiger doch sagen muss. Ja. So, als Preis hast du halt die Klamotten so. Nee, ich habe nur was. Also du bekommst immer, das Ding ist, man sagt doch, Geld ist wie Wasser oder wie Luft. Ja. Und es kommt und geht, das ist überall. Ja. Geld ist im Endeffekt ja auch nur gedrucktes Papier. Ja, das stimmt. Es kann theoretisch morgen seinen Wert verlieren. Ja. Und das heißt, es sind viele Punkte. Ich schicke euch gerne ein paar Links und wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr das in die Kommentare mit einblenden. Nee, aber ich finde das wirklich, also ich bin auch so, ich lese auch darüber und sowas. Man bekommt immer gesagt, dass Geld ist dreckig, man darf das Geld nicht so haben, weil das Geld so dreckig ist. Oder Geld macht gierig und all solche Dinge. Ja. Genau, und das wächst du so auf und hörst du nun, dass man darf nicht über Geld sprechen, Geld ist dreckig, Geld macht gierig. Die Leute kommen, wenn, keine Ahnung, zählt sind, mein Geld und so. Weißt du? Und dann... Man ist nicht, dass man kein Geld verdienen möchte, weil jeder möchte natürlich Geld verdienen. Wir wissen heutzutage, dass man ohne Geld leider nichts... nicht überlebt eigentlich. Also viele machen so Austausch, aber das ist nicht das Leben für jeden, sagt man so. Ja. Und wir wachsen auf mit diesen Gedanken und wenn wir erwachsen sind, wir kommen einfach kein Geld sammeln, behalten oder gewinnen, weil wir immer dieses Gefühl haben, es ist dreckig. Und weil das ist schon bei uns in... Im Kinderkopf eigentlich so. Also im Kinderalter wird das ja schon eingetrichtert. Und es ist auch, soweit ich auch wieder weiß, ich garantiere immer nicht auf irgendwas, ne? Also dass gerade, glaube ich, die ersten 3 bis 4 Jahre bei einem Kind die Sachen sind, die ungefiltert bei dir eingeprägt werden. Das heißt, alles, was du in diesem Zeitraum erfährst, wird dich dein Leben lang begleiten. Und super viele Dinge sind eben
in unserem Unterbewusstsein so tief noch verankert, dass wir darüber gar nicht denken. Wir können gar nicht drüber nachdenken, weil wie so viele Einflüsse also haben. Also Kinderserien fängt es schon an. Kindermovies, Kinderzeichentrickfilme, also die reichsten Menschen sind immer die Bösewichte. Ja. Tatsächlich, ja. Ja. So, deswegen, also das ist wirklich ein Thema, das ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft sehr schwierig. Und Affirmationen im Allgemeinen sind einfach da, dass du Glaubensaufsätze, auflösen kannst und dass du dann eben trainierst, die Sachen in einem positiven Sinne umzuwandeln. Ne? Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, Money Affirmations, es gibt Self-Worth Affirmations und all solche Dinge, wo du einfach auch gewisse Dinge verarbeitest, ohne dich direkt mit dem Thema vielleicht auseinanderzusetzen. Und was du gemacht hast, also zu schreiben, so ich will das und das, dann ist es Manifestation. Mhm. Und kann so wirklich sein, das ist witzig, aber ich habe mal irgendwann sowas geschrieben, zugeschlossen und irgendwie bei Aufräumen habe ich das wieder gelesen und ich so, das habe ich erreicht. Das ist passiert. Ja. Und aber das Problem ist, es ist jetzt auch einfach eine Sache geworden. Ich glaube, gerade dieses Jahr ist Manifestation irgendwie wie so ein bisschen wie so ein Hype-Wort geworden. Ja. Ne? Und echt? Viele, ja, tatsächlich, also irgendwie, ich sehe das und lese das überall. Viele YouTube-Videos und, davon gibt. Ja, und viele Leute verstehen das Prinzip davon aber nicht ganz. Also weißt du, wenn jemand sagt, ich will das und das haben und glaubt, morgen ist es da, ist es nicht richtig. Nee. Weil das Ding ist, das haben Leute nicht gelernt. Man muss irgendwie auch erfüllen. Du musst es fühlen. Du musst es fühlen. Eine Art von Motivation. Das ist eine Motivation auf eine Art und Weise und wenn du es runterschreibst, dann du kannst es attracten auf gewisse Art und Weise. Ne? Und wenn du aufschreibst, ist es auch wichtig, dass du nicht schreibst, ich möchte in der Zukunft mein Haus haben, sondern musst es wirklich spüren, wie es jetzt ist. Du schreibst zum Beispiel auf, ich habe ein Haus mit 5 Zimmern. Ja. Ich habe das und das. Und dann musst du vor allem auch dankbar dafür sein. Ja. Du musst es wirklich spüren und darfst es nicht so for granted nehmen. Also du darfst nicht sagen, ja, ach cool, ja, will mal das Haus haben, wäre geil, also nächste Woche hätte ich das dann gerne, ich habe es jetzt 7 Mal aufgeschrieben. Bei einigen ist es eine das ist einfach Methode, nicht die Sache. Weil einige haben echt eine, sag ich mal, nicht schlimme Denkweise, aber eine komplett andere Denkweise, um die Leute zu werden. Heutzutage, so wie durch Social Media natürlich, man bekommt viel gezeigt und viel, also, bah, das gibt das und jeder hat das und du hast das nicht. So, die Leute wollen das nicht so erreichen, wie früher was erreichen haben, irgendwie vielleicht arbeiten, das kaufen oder so. Wir wollen erreichen jetzt. Ja. Jetzt. Ja. Und bei der Manifestation Glaubwürdigkeit ist es auch so, der so, ne, ich glaube jetzt und jetzt, was passiert? Ja, genau, deswegen, es geht im Endeffekt um Dankbarkeit vor allem. Ja. Und, Und also, ich finde auch so, man kann auch nicht so, ja, ich bin positiv. Nein. Aber dann nur negative Sachen machen. Das die ganze Zeit. Das ist auch wieder negative der Begriff, Toxic Positivity. Ja, das stimmt. Das sind die Leute wirklich, die dann einfach nach außen hin sagen, hey, ich bin so happy, aber denken sich die ganze Zeit innerlich oder haben immer noch so einen Groll in sich irgendwie drin oder sowas. Mm. Ne? Und deswegen, ich bin auch eine Person, ich finde, gerade Pure Attention ist so ein bisschen das, auf was ich momentan sehr krass auch achte. Zu wirklich zu schauen, was beschäftigt mich persönlich, woher kommen vielleicht negative Gedanken oder was auch immer und die für mich selber zu verarbeiten, ohne andere Leute damit reinzuziehen. Mhm. Ohne zu denken, ja, weil die und die Person hat das und das gemacht, deswegen fühle ich mich jetzt schlecht und ich hoffe, dass es auch zurückkommt, so nach dem Motto. Ne? Das ist im Endeffekt ein Weg, der vielleicht für die nächsten 2-3 Tage dich gut fühlen lassen, aber auf langfristig wirst du nicht das Glück erreichen, was du halt selber brauchst. Ja. Ne? Vor allem bei sowas, ich bin immer so, ganz ehrlich, man wünscht nichts Negatives. Ja. Ich glaube auch, alles, was kommt zurück. Ja. Daher, wenn du so ein scheiße Gedanke machst und so das so scheiße verbreitet, das kommt irgendwie zurück. Ja, und das Problem ist und aber das auch, ist gefährlich, weil ist Leben, genau, also wir sind, aber Leben, sie hat keine Mitleid, sie fickt dich wirklich mit so einem dicken Penis. Ist aber echt so. Von hinten. Das Wort schießt, ey. Leben ja, aber Vater auch andersrum, wenn du nee, Glück... Ja. Genau, wenn du Glück verbreitest... Du vorne. Genau, sie fickt dich auch mit einer positiven Weg mit so einem... Das sind sie eine Nicht mal das, Penis haben wir schon vorbei, aber ficken nicht, das ist das erste Mal. Nee, also Karma ist auch die Sache, aber wie gesagt, es ist immer noch das Pure Attention dahinter, weil viele sehen auch Karma als etwas, was zurückkommt und denken, während sie sagen, ja, Karma kommt schon, senden sie trotzdem negative Gedanken auf die andere aus, weil sie wollen, dass Karma was Negatives einer anderen Person zutut. Mhm. Wenn du es aber wirklich mal gehen lässt und sagst, hey, es gibt etwas, was wieder zurückkommt, egal in welcher Hinsicht, lass es einfach gehen, lass es happening. Genau. It's not your own fucking business anymore. Mhm. Aber like, concentrate on yourself. Viele Menschen denken zu sehr auch an
andere Mitmenschen, ja, nicht positiv. Nein, das stimmt. Viel, ja, negativ. Ja. Also manchmal denke ich mir, ach, achte doch nur mal auf dich selbst. Und ja, deswegen ist das Self-Ich ist doch gut, weil, genau, ganz ehrlich, ja, also natürlich, wenn man sich liebt, mit eigene, ja, wenn man sich selbst liebt, so. Ja, dann hat man auch keine Zeit, irgendwie, ja, Scheiße zu verbreiten. Und anders ist es auch vollkommen in Ordnung, einfach mal Menschen zu cutten, ohne böse Intentions, deswegen pure Intention zu haben. Mhm. Weißt du, man kann sich gerne aussprechen, man kann sehen, ich meine, das Leben ist nicht da, dass du mit Hand in Hand in jeder Person dein ganzes Leben lang gehst. Es ist einfach so, manche Menschen kommen in dein Leben für einen gewissen Zeitraum, die geben dir Lessons, ob sie erstmal gut oder schlecht aussehen. Im Endeffekt hast du immer was Gutes, weil du gewinnst im Endeffekt. Ja. Du hast immer etwas, was du für dein Leben mitnehmen kannst, was dich vielleicht prägt und was dich eben auf was Positives wieder hinleiten wird. Ne? Und deswegen bin ich halt da... Man bringt immer Erfahrung, egal welches. Genau, du sammelst Erfahrungen und ich finde eben, dass wenn du mit jemandem vielleicht nicht mehr Vibes oder irgendwas ist halt vorgefallen und wenn ihr euch darüber aussprecht und denkt, hey, momentan sind zwei verschiedene Wege, die wir vielleicht gehen sollten oder müssen oder die sich einfach gerade geöffnet haben, it's all good. Ja, ich mach das, was mir gut tut und ich hoffe, dass du deinen Weg so findest, wie du ihn findest und then it's like in peace and sand. Ja, ich bin ihm, also ja, bin auch so, so, willst du dabei sein? Willkommen, willst du dich gehen? Wenn adios. Erklärt, und wenn man das wirklich mal durchgemacht hat, wie ist das? Wer ist deine Lebensmotto? Nein. Sternzeichen? Nein. Die andere. Aszendent. Ja. Libra. Libra. Ah, okay. Und ich bin Cancer Moon. Ich bin Aquarius. Okay. Ja, Aquarius ist so. Go with the flow. Ja, ne, also die mögen sich nicht zugeschlossen fühlen. Okay. Zum Beispiel, ich mag eigentlich meine Routine, mein Haus, aber wenn ich mich zugeschlossen fühle, dann ist es scheiße, dann muss ich irgendwie weggehen. Dann kommst du zurück, okay, mein Haus. Ja, so ein Freigeist einfach. Ein ja, genau, ja. Dieses Freiheitsgefühl. Ja. Ich bin frei, ich mache, was ich will. Ja, aber es ist auch gut so. Ich meine, im Endeffekt ist es dein Glück. Wenn du merkst, dass es dich glücklich macht, dann mach das. Ja. 100% sehe ich genauso. Und auch wenn nicht, dann ist es doch gut. Passt ja, deine Erfahrung sammelst du. 100%. Und also bei Affirmations habe ich auch letztens einen Podcast über, das ist auch so ein Spiritualist. Und ja, er hat so immer alles, was mir passiert im Leben, die eigentlich kacke ist, ich freue mich darüber und sage, ja, danke Gott, danke, dass es jetzt passiert. Weil er sagt auch, besser am Leben alles zahlen, alles so zurecht bekommen, was man falsch gemacht hat, aus nahe der Zeit des Lebens. Ja. Weil ich weiß nicht, was du glaubst, wie glauben denn, dass wenn man nahe den Tod bezahlen, für was man falsch gemacht hat. Okay. Und er sagt so, danke, dass es jetzt passiert, lieber ein Leben aus... später. Okay, ich verstehe ich versteh den Gedankengang, ja. Ja. Ja, ich finde, man muss einfach mal auf die Fresse fallen, wenn ich das mal so sagen darf, um einfach seine Erfahrung aber auch zu machen. Aber nicht nur auch, also von meiner Denkweise, wenn man zum Beispiel, wenn ich auf die Fresse falle... darfst du sagen? Nee, dann denke ich nicht, okay, ich habe es verdient. Nein, im Gegenteil, ich denke immer, hat mich bewahrt vor etwas Größerem. 100%. Verstehst du? Zum Beispiel, ich bin jetzt krank geworden, hatte jetzt einen mega Auftrag, wo ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Ja. Und dann denken die meisten, oh fuck, warum immer ich oder sowas? Mhm. Aber ich denke mir im Gegenteil, ah, dann ist es halt das so. Es hat seinen Grund. Aber es hat seinen Grund. Ja. Ich hatte das tatsächlich auch. Ich kann eine Story erzählen, die mir gerade in den Kopf kommt. Ich war in Barcelona und habe mit einem... ich sag mal, TikTok-Creator lange hin und her geschrieben, wir wollten auch shooten und sowas und ich habe mich echt gefreut gehabt, weil ich habe, ich glaube, ich war fast anderthalb Monate oder fast einen Monat war ich in Spanien, habe mir selber eine Auszeit genommen und wollte auch ein paar Projekte starten und habe echt lange nicht mehr geshootet gehabt und ich hatte echt Bock, mal wieder auf ein neues Projekt, neues Main-Model, neues Face und sowas zu nehmen und wir hatten alles geplant soweit und es kam aber an dem Tag, wirklich eine Stunde bevor wir uns getroffen haben, zu einer Absage. Und sowas ist natürlich schon sehr ärgerlich, weil natürlich du dich vorbereitest. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache ja nicht nur das Shooting, sondern ich plane vorher die Moods, wir planen die Outfits, wir planen viele Dinge. Das heißt wirklich zeitaufwendig auch. Ne? Passiert halt dann einfach so, ist passiert. Und tatsächlich habe ich dann 3 Tage später in der Story dann gesehen, ich habe kein Auge gemacht oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich bin eine Person, ich vertraue dem Prozess, auch wenn es mich vielleicht kurz ein bisschen geärgert hat oder dass ich gesagt habe, okay... Man ist immer neue Menschen. Hat mich das einfach beschützt, weil er tatsächlich gepostet hat, dass er Corona hatte. Okay. Und für mich, klar, man kann sagen, ja, Zufall, dies, das, bla bla bla, aber für mich, ich habe das so gesehen, bei mir hat es richtig so einen Schalter umgeklickt und ich war so, krass, okay, also
Mhm. Wer weiß, also ich hätte es definitiv wahrscheinlich danach gehabt und so, ne? Ja. Ich brauche eigentlich Holz, muss irgendwo draufklopfen. Hier. Ja, sehr gut. So, ne? Bis jetzt bin ich auch verschont von Corona generell geblieben. Ich auch. Aber ja, ja, sehr gut. Sorry. Soll ich heulen? Hast du schon Corona gehabt? Ja, natürlich, letztes Jahr. Okay. Na. Ja. Aber wie gesagt, ja, deswegen alles passiert aus einem Grund. Und ich glaube, wenn man das auch sich mal wieder ein bisschen wieder ins Gedächtnis ruft, kannst du auch mit diesem ganzen, ich vertraue auf das, was passiert, viel besser umgehen. Mhm. Ja, weil ich meine, das ist natürlich immer so schön und einfach gesagt, aber es sind schon viele kleine Punkte dabei, weil eben unsere Gesellschaft nicht darauf fokussiert ist, zu sagen, ja, you can't just chill and see what happens. Weil natürlich musst du auch arbeiten und du kannst doch nicht nur chillen, aber du darfst vertrauen. Ich glaube auch, ist auch die Erziehung hat eine große Rolle und Denkweise. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit so einem Gedanken dann aufgewachsen bin, sag ich mal so. Aber ich glaube, definitiv, weißt natürlich. Ich weiß aber genau, gut, also ich spüre das mindestens auch, dass du sehr, sehr offen bist. Ja. Und kannst du auch viele Seiten zuholen und so schauen, selbst was du... Ah, okay, Affirmations, das hat zu mir gepasst. Okay, ich kann daran glauben, ich kann das versuchen. Definitiv. Und das ist cool, weil wenn man nur auf was die anderen sagen, Erfahrung macht, dann ist es, dann verpasst man eigentlich, was eigentlich Leben bedeutet. 100%. Und ich habe das durch mein Reisen gerade vor allem gelernt, mich auf Leute einzulassen und zu verstehen, wie die Leute denken, andere Kulturen kennengelernt und einfach manchmal auch einfach komplett ohne mir Gedanken zu machen gelebt. Also wirklich einfach mal. Warst du schon mal in Brasilien? Nein, leider nicht. Tatsächlich. Aber es ist, wird geplant, 100%. Wird geplant. Wir gehen zusammen. Machen wir. Zu Karneval. Dann müssen wir gleich der Chris mitnehmen. Oh ja. Du bist dabei. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich war, wie gesagt, in Bali und Bali war für mich einfach das Highlight, glaube ich, bis jetzt fast meines Lebens, sage ich mal so. Weil aber ich glaube, da ist irgendwie jeder nach Bali. Es ist anders. Die Leute leben halt auch einfach gerade nach dem Prinzip von Karma. Und sie sind einfach offen und lebendiger und die sind, also ich habe nicht das Gefühl, ich habe keine eigene negative Energie, sage ich mal so, dort verspürt von irgendwelchen Menschen oder was auch immer, so, ne? Und ich habe da einfach gemerkt, dass man auch mit wenig glücklich sein kann und das war für mich sehr, sehr wichtig. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in einem krassen, reichen Elternhaus aufgewachsen, ich hatte trotzdem aber alles, ich sag mal so, was ich brauchte, bin jetzt auch nicht schlecht aufgewachsen. Aber ja, für viele ist halt natürlich gerade auch Social Media vermittelt halt so ein Bild von Perfektionismus und alles. Also ich bin so das Streben nach, oh, ich muss reich sein, ich muss das haben, ich muss einen Ferrari fahren, ich muss 5 Villen haben, ich muss jeden Tag Business Class fliegen und oder das sowas. Schnell. Genau, und das noch schnell. Es ist halt einfach ein bisschen schwierig und ich finde, das ist halt leider der falsche Angehenspunkt. Es ist schön, materielle Dinge zu haben, aber wenn du nicht mit dir selber zufrieden bist und nicht selber weißt, was dir als Person wichtig ist, und dann wenn du selbst da weißt, dass eigentlich die ganze materielle Zeug ist, sind nur materielle Zeug, man hat dich nicht ein besseres Mädchen, deswegen, dann man kann man auch besser damit und das Problem ist auch, materiell ist es vergänglich, genauso, weißt du? Stimmt. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung mal gemacht habt, ihr habt euch was Teures gekauft oder was auch immer und habt euch am Anfang so krass gefreut, aber nach 2 Wochen liegt es eigentlich mehr oder weniger in der Ecke oder ihr denkt euch so, ah ja, meine ganze teure Sorge, so nach dem Motto, weil oder? Ich will das nicht tragen. Also ich habe einen Prada-Rucksack gekauft. Ja. Und der wird geklaut. Und ich heule bis heute über meine Geld. Und deswegen trage ich die anderen auch nicht. Lass einfach da zur Dekoration. Ich weiß, dass die haben. Die wissen, dass die mir geholt. Ja. Und das ist gut so. Ja. Aber deswegen sage ich, es ist halt so, ich bin auch der Letzte, der sagt, dass ich keinen Luxus mag. Das wäre komplett gelogen. Also ich genieße es schon sehr gerne auch. Teure Dinge. Ich gehe auch gerne reisen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde auch niemals jemanden dafür judgen. Genau, es ist derselbe Punkt. Geld ist nicht dreckig, was teuer zu haben. Nein, das ist nicht gut, schlecht. Aber ich denke, wenn deine Intention pure ist und weißt, dass du das machst und ab und zu dich also mal selber auch treaten darfst. Du hast einfach einen weißen Engel bei uns in diesem Podcast. Krass. Ja, ich sag doch, das ist der voll den Highlight. Positive Energie, so Sunlight. Ich stehe immer morgens so, denke so, wie kann jemand morgens im Bett so gut aussehen und dann so posiert? Und ich, während ich das Selfie von ihm schaut, wie er fertig ist und das und das und das und das Tagesplan und Esstermin, zweiter Termin, Frühstück, Kaffee in der Stadt oder keine Ahnung, oder Fotoshooting und ich in Schlafanzug mit den Haaren so. Ja, gell? Und
2 Uhr nachmittags. Ich sage nicht, dass mein Leben immer nur positiv und toll ist. Ne? Nee, aber auch, das machst du der Beste. Genau. Und ich versuche vor allem auch darüber in Social Media offen und ehrlich um zu kommen. Ich möchte aber auch nicht, ich sag mal so, als eine Heulsuse da sein. Ne? Also, dass ich den ganzen Leuten sagen, meine Probleme und das und bla bla bla. Weil ich persönlich beschäftige mich lieber mit den negativen Dingen, die mich gerade belasten oder was auch immer, mit mir selber, um das zu verarbeiten. Weil was bringt mir die Außenwelt, die mir sagt, ach du Armer, ja, what the fuck, was soll ich damit machen? Also mal ehrlich, also ich finde es natürlich schön, wenn jemand mit dir fühlt, aber es wird mich nicht ändern. Man lebt für sich selbst und nur einmal, Lebensmotto, und das sollte man echt festhalten. Ja, und ich denke mir so dann, ich hatte auch eine Story und dann bin ich wirklich aufgewacht und habe mich echt kacke, also irgendwie habe ich mich einfach negativ gefühlt und habe das sogar meine Story gepostet, habe dann meine Affirmations gemacht und 15 Minuten später kam eine komplett andere Story und habe gesagt, sorry Leute, habe gerade mal reflektiert und habe es verstanden, deswegen geht es mir jetzt wieder gut. So, im Endeffekt ist es so ein Prozess, ne? Also du kannst relativ schnell deine Gedanken eigentlich wieder umändern und auch zu verstehen, ach krass, muss eigentlich nur mal gerade reflektieren. Und deswegen finde ich dieses Self-Ish und diese Zeit für sich nehmen super, super wichtig, weil ich war eine Person immer, ich habe versucht, allen Leuten das immer recht zu machen und ich mache das auch immer noch sehr gerne, aber wenn ich merke, dass ich dadurch selber nicht leide, aber wenn ich merke, dass es mir selber nicht mehr so gut tut, dann sage ich, hey, offene Kommunikation, ehrliche Kommunikation, Kommunikation ist auch A und O, zu sagen, ich brauche gerade meinen Moment, I'm sorry, let's talk later. So. Yeah. Also, das ist bei mir so, ich brauche auch immer meine Mutter. Du, die Runde, die wird schicken. Okay, let's go. Du musst Mikrofon mehr nach unten zeigen. Nee, also wirklich, wenn ich geärgert bin mit irgendwas oder irgendwas mich so stört, ich habe, solange ich nicht meinen Moment habe, kann ich keine Reaktion darauf haben. Ja, aber es ist auch in Ordnung, weil ich meine, jeder Mensch braucht auch seine Zeit, um gewisse Dinge zu reflektieren und auch erstmal wieder runterzukommen, weil ich meine, das ist auch oftmals in Streitigkeiten natürlich so, weißt du, jemand, das emotional sagt Dinge, die überhaupt vielleicht gar nicht so gemeint sind und somit entstehen viel mehr Drama, als vielleicht sein muss. Aber manche denken, also weil du nichts gesagt hast, vielleicht ist gefühllos, aber stimmt gar nicht. Ich würde nicht sagen gefühllos, solange es kommuniziert wird, wie gesagt. Wenn ich sage zum Beispiel, hey, ich kann dir gerade keine Antwort darauf geben, weil ich weiß, was ich sage, würde nicht so kommen, wie ich das eigentlich gerade meine. Hatte ich auch Situationen schon, dass mir gewisse Dinge passiert sind, wo ich gesagt habe, ey, kann ich gerade gar nicht drauf, klar, verstehe ich nicht und verletzt mich zu tief oder wie auch immer oder macht mich wütend oder ruft mal gewisse Emotionen hoch. Aber cool, dass es sich kommunizieren kann, weil eigentlich, also wenn man so in diesem Punkt ist, dass alles so schön empfindlich ist. Ja. Manche können sich gar nicht definitiv kommunizieren. Und das ist auch wirklich so ein Life-Process, würde ich sagen, dass man da wirklich so sich kurz mal wieder im Kopf irgendwie ruft und auch sagt, ey, gib mir meine Minute, gib mir 2 Minuten, gib mir von mir aus 2 Tage, was auch immer. Und lass uns danach rational denken. Lass uns danach überlegen, okay, was ist passiert, was hat mich getriggert. Weil viele Dinge kommen eben aus Emotionen auch heraus, die noch nicht verarbeitet wurden. Und das können Sachen aus der Kindheit sein, es können Sachen vom letzten Monat sein, es können Dinge sein. Ich meine, jeder kennt das. Ich glaube, meistens ist es von der Kindheit. Heutzutage, ab einem gewissen Alter, wir sind einfach, I don't give a fuck. Yeah. Aber bis zu einem gewissen Alter. Fuck. About you, nee, und aber davor, die Zeit davor, gab es eine Zeit davor. Und da ist man verletzt und glaubt vielleicht nicht sich selbst. Und dann muss noch Sachen zuhören von andere Leute, man versteht nicht aus welchem Grund. Ja. Und das macht eigentlich Welt, wie du aus Erwachsenen bist und wie du mit Sachen umgehst. So meistens ist Kindheit Zeit, was in einem Menschen auslöst, das kaputt gemacht hat. Ja, stimmt schon, ja. Ja, definitiv. Tiefes Thema heute bei uns. Nee, aber ich finde das super. Das hatten wir, ich glaube, hier gar nicht. Gar nicht. War gar nicht erwartet, wahrscheinlich. So. Nee, richtig tiefgründig. Ja, aber ich meine, eine Fotografie, was erzähle ich, wie bin ich zum Fotograf geworden? Nee, aber ich finde, das ist auch ein Thema irgendwie, dass was momentan ja auch irgendwie mehr thematisiert wird, aber leider noch nicht meiner Meinung nach so stark. Ja. Ne? Also, das ist wirklich so eine Situation ist, dass man, ich meine, viele Leute möchten ja auch nicht über ihre Gefühlsebene reden. Ja. Ne? Es ist auch in Ordnung, das darf auch respektiert werden, weil ich finde zumindest, dass man sich sehr gerne selbst damit mal auseinandersetzen kann. Und wenn es 10 Minuten sind, diese Affirmation, die ich euch erzählt habe, gehen so 10 bis 15 Minuten. Du kannst die schicken wir dann, während du duschst, kannst du Affirmationen. Ja, tatsächlich, wirklich so. Also ich mache das wirklich morgens, wenn ich meinen Kaffee oder meine Daily-Routine irgendwie mache. Ne? Mhm. Das heißt, ich gehe in die Küche, mache mein Spiegelei, mein Brot und was auch immer, meinen Kaffee und so. Mache meine Kopfhörer auf, deswegen, manche Leute sagen mal, warum hast du deine Kopfhörer mal auf? Ich sage so, du, ich höre Musik und
Ich will nichts Negatives hören, so lass mich alle in Ruhe. Ich mache so, ich bin in nichts. Und die Leute, die viel Musik hören am Tag, sind die, die am meisten, sag ich mal, am fröhlichsten sind. Weil Musik tut eine, ja, tut der Seele an sich und definitiv, ja, allgemein gut. Ja, aber diese Affirmationen, wie gesagt, die sind 10-15 Minuten, die kannst du überall hören. Ich habe teilweise auf den Bahnfahrten, wenn ich nach Frankfurt fahre oder was auch immer, höre ich die einfach teilweise und die sind dann bei dir wieder drinnen, ne? Also es ist echt kein, es ist kein Zeitaufwand eigentlich. Das kannst du immer wieder machen. Und umso bewusster du es natürlich machst, umso mehr Effekt soll es haben und all diese Dinge, ne? Also, aber wir wissen, dass du Fotografer bist und so. Ja. Aber nicht, wie du Fotograf geworden bist, aber was ich besonders finde in deinen Fotos ist, du hast wirklich dieses, wie du gesagt hast, du hast diese Zeit, wo du dich der Moodboard machst, wo du denkst, welche Gefühle willst du da mitgeben. Ja. Und das merke ich direkt, dass die Fotos sind nicht, sind schön, aber nicht oberflächlich. Weil viele Fotos, du siehst, ah, das ist schön, aber das ist nur schön, nicht mehr. Ja, schön. Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist es eben auch wichtig, einfach, ob es in der Musik oder ob es in der Fotografie ist. Es ist eine Art von Kunst und ich finde, in Kunst kannst du eben viele Dinge ausdrücken, die dich auch selbst beschäftigen. Und ich habe das oftmals, so habe ich letztens drüber gesprochen mit jemandem, wo es ging darum, immer eine Caption zu finden. Mhm. Kennt jeder, jemand ein neues Bild posten und man hat keine Caption und denkt so, scheiße, geh mal auf Pinterest, such mal wieder was raus. Warte mal, was, so, hat dann, was war deine Caption, als ich im Wasser war, voll in der Kälte? Ich muss nochmal gucken, ich weiß tatsächlich nicht. Aber ich komme jetzt gerade dazu, zu erzählen, wie ich dann auf diese Caption meistens komme. Also ich habe dann zum Beispiel, ich gucke mir die Bilder teilweise nochmal an und während ich shoote, sehe ich die Bilder natürlich schon vor mir und weiß ungefähr, okay, das ist cool. Aber für mich der ehrliche Grund oftmals zu verstehen, was habe ich eigentlich damit ausdrücken wollen, kommt oftmals einfach in einem Moment, wo ich es gerade wieder fühle und ich denke mir so, ah krass, das ist irgendwie, das ist gerade mal in meinem Kopf. Mhm. Und dann merke ich so, ey, das habe ich ja in meiner Kunst ausgedrückt mit dem und dem Bild, ne? Und dann ist es für mich immer so ein bisschen, deswegen ist es auch wie eine, ich sag mal, wie so eine Art Therapie eigentlich auch, ne? Es ist, wie gesagt, mit Songwriting ist es nochmal extremer, glaube ich, dass es da wirklich, dass du es in Worte richtig fasst und wirklich in einen Song einpackst und sowas. Viele Singer-Songwriter nehmen das ja auch als Therapie sozusagen damit auf. Aber ich finde, das kannst du auch in den Fotos machen. Mhm. Das kannst du eben durch Captions nochmal ein bisschen intensivieren. Und ich meine, jedes Bild kann natürlich auch wieder anders interpretiert werden von jedem, je nachdem, was einem auffällt und was auch immer. Und deswegen finde ich es auch mal gut, wenn jeder so seinen eigenen Vibe auf das Bild haben darf und jeder gucken kann, was berührt ihn und was fällt ihm auf und so, ne? Und deswegen, ich bin da immer selbst manchmal überrascht, denke mir so, ah, now I understand my shit. Ups. Aber so, ich denke, alles, was ich zu mir sage und zum Beispiel in die Caption von meinen Fotos schreiben, dann schreibe ich nur, dass die anderen das lesen. Ich schreibe das auch für mich selbst. Ja. Dass ich sehe mein Foto, ich denke, okay, das ist, sei der Mut, bitch. Das ist der Mut. Ja, tatsächlich. Aber ich finde es auch wichtig. Wie gesagt, es ist auch deine eigene Sache. Also ich meine, bist ja du persönlich im Endeffekt auch die sich damit repräsentiert und sowas. Und ich repräsentiere im Endeffekt die Arbeit, die ich gemacht habe. Also das ist ja mein Bild. Ich habe es konzipiert. Ich habe es im Endeffekt geschossen. So, ne? Und natürlich, die Leute, die da drin sind, sind die Personen, die das verkörpern. Im Endeffekt. Ne? Also ohne die Leute würde das Bild es auch nicht geben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber im Endeffekt ist es meine Emotion und meine Aufgabe gewesen, diesem Bild etwas zu geben. Ich sage immer, dass es so, zum Beispiel deine Foto mit mir, es ist, das bin ich in deine Augen. Ja, es ist und auch so eine Richtung. Das finde ich immer so schön bei Fotografie. Ja. Egal was, dann zum Beispiel die Susi, dann ist es die Susi, aber in deinen Augen. Es ist nicht die Susi, Susi. Mir persönlich ist halt auch, also ich kann sagen, ich habe eine relativ gute Menschenkenntnis und ich merke relativ schnelle Vibes auch von Menschen. Und ich weiß ungefähr, wie, wo, wer tickt. Mhm. Natürlich, ich kann es jetzt nicht komplett von A bis Z lesen und kann nicht sagen, ah, du bist so und so und so. Aber ich kann mir so ein gewisses Bild ungefähr machen, um zu fühlen, okay, was könnte passen oder wie auch immer. Und oftmals trifft es einfach zu. Hattest du einen Job so oder generell, wo du gemeint hast, oh shit, das wird schwierig, also das wird... Und eigentlich, du wolltest nicht so schlechte Vibes, aber du warst so... Lass mich kurz überlegen. Muss ich sagen, wer, sondern nur so... Nein, das würde ich sowieso nicht sagen. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da auch sehr... Nee. Aus einer objektiven Sicht betrachte ich das Ganze auch immer so. Weil in manchen Tagen... Ich würde sagen, okay, ich hatte mal ein Shooting. Ich würde nicht sagen, dass es schwer war. Es war anders, würde ich sagen. Ich habe das öfters mit Privatpersonen, das kann ich so sagen, dass wenn Leute kommen und die zeigen mir, hey, sie wollen aussehen wie, ich weiß nicht, Ariana Grande. Sag mal so, ja, auf ihrem neuen Vogue-Cover. Ja. Ich so, ja, das ist, also das ist ein Beispiel, ne? Ich greife jetzt extra hoch, damit jeder so ein bisschen ein Bild davon machen kann. Aber dann bin ich halt manchmal, okay, aber warum möchtest du das sein? Ja. Und da versuche ich so ein bisschen in die Psyche einzugehen, zu verstehen, was möchte die Person überhaupt haben? Was möchte sie in diesem Bild vermittelt bekommen? Ne? Und oftmals machen wir dann Fotos und dann realisieren die, ey, aber so
bin ich ja gar nicht, so sehe ich gar nicht aus. Und dann natürlich erstmal zurückzurufen, hey, aber du bist dein eigenes Individuum, du bist der Mensch, wie du bist, warum möchtest du denn gerade das verkörpern, was du davon hast? Lass uns das doch mal so und so vielleicht machen, weil das repräsentiert dich doch viel mehr, oder? Mhm. Und dann war die so, ja, okay, dann lass uns das mal versuchen. Und im Endeffekt war der Kunde, hat mich angeguckt mit so Augen und ich war so, oh Gott, scheiße, die finden die jetzt echt kacke, die Bilder, ne? Und dann sagte ich so, wow, ich hätte mich noch nie so wiedererkannt, ne? Und ich war, das hat mich sehr krass berührt und ich fand, es ist irgendwie sehr, sehr schön gewesen, diesen Moment zu haben, zu sehen, so, jeder Mensch ist als ein einziger Mensch, einzigartig, so, ne? Und ich finde, das soll bei den Models auch trotzdem noch individuell bleiben. Ja. Also ich möchte nicht, dass sich jedes Model vor der Kamera so präsentieren muss, weil sie denkt, ich möchte das und das Bild verkörpern, was sie eigentlich gar nicht ist unbedingt, ne? Ja. Und das war, deswegen sage ich, es war was anderes. Es war kein schwieriges Ding, aber es war so ein bisschen, wo ich ein bisschen gechallenged nochmal mit drin wurde, ne? Aber ja, ich hatte auch schon Shootings, wo ich mir manchmal so ein bisschen dachte, so, es hat aber nicht gewiped. Ich sag mal, es hat nicht gewiped. Also ich hatte nicht Weil manchmal ist es Fotografer, ist dein Job. Du machst nur nicht nur die Shootings, die du dich selbst vorstellst. Manchmal muss man auch Shootings machen, einfach Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Also ich meine, ich arbeite als Fotograf. Ja. Und im Endeffekt ist das natürlich auch eine Sache, die die Arbeit wird bezahlt. Ich habe das ab und zu natürlich, wenn Kunden sagen, hey, der Bildstil von der Bildbearbeitung, wir hätten das gerne noch ein bisschen wärmer, ein bisschen kühler, ein bisschen weniger Kontrast, ein bisschen mehr das und sowas. Ne? Wo ich dann sage, okay, es ist nicht mehr mein Stil, aber es ist mein Job. Das ist in Ordnung, deswegen mache ich das auch. Aber deswegen arbeite ich halt auch gerne an freien Projekten öfters ab und zu trotzdem noch und sowas, um eben den kreativen Lauf trotzdem noch drinnen zu sein und eben auch für andere Marken wieder, die vielleicht dann das wieder mehr möchten, zu repräsentieren. So, hey, guck mal, ich habe das, das und das so gemacht, weil das bin ich mehr. Ja. Und somit kannst du natürlich auch den Leuten nur zeigen, was du selber auch möchtest. Ne? Und neue Projekte, so wie, was ist so in Fotografie? Hast du so irgendwelche Projekte, wo du sagst, okay, also, oder nicht Projekt, muss man nicht so nennen, aber sagen so, okay. Ich sag, es ist viel in Planung. Oh, schön. Also ich kann gewisse Dinge, Sachen sagen, die ich aber auf Instagram schon angeteasert habe. Viele Leute haben mich nach Presets gefragt. Ich werde an Presets arbeiten, das ist eher so ein kleines Teil nebenbei auf jeden Fall. Also da muss ich auch sagen, da habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten, dass viele sagen oder es kritisieren, was natürlich meiner Meinung nach 100% verständlich ist, dass Presets nicht immer so aussehen, wie sie bei den Fotografen aussehen. Grund dafür ist aber, dass die Kommunikation nicht richtig gemacht wird, weil du kannst, deshalb habe ich so beschrieben. Aber auch die Fotos und so. Genau, es ist anders, aber das Ding ist, du kannst zum Beispiel ein dunkles Bild nicht mit einem hellen Bild vergleichen und sagen, der Filter muss genauso aussehen wie vorher. Das heißt, meine Meinung nach ist die Kommunikation zwischen Fotografen und dem Kunden so ein Lack. Also das ist einfach nicht gut genug, um zu sagen, hey Leute, ihr könnt den Filter benutzen, müsst aber gewisse Dinge anpassen, um eben diesen Look zu kreieren. Ja. Ein Look ist im Endeffekt da, um es zu vereinfacht zu haben, ne? Aber trotzdem müssen gewisse Dinge gemacht werden und deswegen gibt es oftmals schlechte Reviews auch, weil es einfach nicht richtig kommuniziert wird. Deswegen sage ich immer, Kommunikation ist A und O. So, ne? Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite möchte ich super, super gerne wieder mehr reisen. Ich möchte gerne wieder Auslandsprojekte machen. Wie sieht aus mit Milan? Milan habe ich tatsächlich jetzt erstmal abgesagt gehabt, aus gewissen Gründen. Ich bin aber mit den Main-Model noch im Kontakt. Wir werden wahrscheinlich in Berlin demnächst was machen. Aber Milan wäre mit drin. Allerdings möchte ich tatsächlich wieder mehr ins Tropische wahrscheinlich. Also ich möchte super gerne einmal wahrscheinlich in Thailand shooten. Brasilien wäre auf jeden Fall auch natürlich cool. Bali steht 100% auf meiner Liste. Ich würde aber auch sehr gerne in die Sahara gehen. Also Richtung Saudi-Arabien, krass, Ägypten, Marrakesch super gerne, super wieder. Da habe ich mega Bock wieder drauf. Ich meiner Meinung nach, ich bin mehr kreativ, wenn ich im Äußeren bin, also draußen bin und echte Momente einfangen kann. Das hatte ich als Kind immer schon. So habe ich auch mit der Fotografie angefangen. Ja. Wir waren in den Bergen in Österreich, ich habe immer Momente festhalten wollen. Und das war so ein bisschen, wo es mich diese Passion auch hingezogen hat. Das heißt, Ausland, deswegen toi toi toi, dass mit Corona alles ein bisschen entspannter wird und wie auch immer. Das ist ein schwieriges Thema, ich glaube, eine schwierige Zeit für jeden von uns. Aber ja, dass eben Ausland wieder losgeht, dass wir wieder viele Sachen machen können und auch ein paar Träumen. Paar größere Sachen. Doch, just do it. I want to work on it. Ja, bin excited. Bin ich gespannt. Zoom noch näher ran. Ich habe auch schon gesehen, das ist wieder der Zoom. Ja, aber es ist schön, weil also ich glaube, die schönste Sache im Leben ist, Träume zu verwirklichen. Ja, definitiv. Das ist, just go for it. Like, yeah, fuck other opinions. Just do it. Move in silence. I'm waiting for. Show them. Ja. Ja, also, das ist, Mann, ich habe direkt gut mal gesetzt. Ja. Liegt nicht an dem Getränk. Nein, ich habe gar nicht. Ach stimmt, du hast ja gar nicht getrunken. Dem sozusagen. Naja, Leute. Ich bin in Peace. Ja, wirklich beruhigt. Als hat jemand meine Seele angefasst. Ja, doch, ist schön, das freut mich.
finde das immer wichtig. Ich finde, wie gesagt, Kommunikation im Allgemeinen sehr schön. Und deswegen möchte ich auch versuchen... Und du bist kommunikativ, ich meine, du... Ja, irgendwie kam jetzt wieder so der Flow raus, ne? Hab ein bisschen was erzählt. Also, ich meine, so nicht hier, aber du bist generell ein geöffneter Mensch, kommunikativ, du kannst auch mit jeder reden. Ja, es ist mir wichtig. Ich finde das immer cool. Also ich bin eine sehr offene Person, die auf Leute zugeht, aber das Gute ist, wie gesagt, ich achte auch ein bisschen so auf die Vibes der Menschen. Jemand hilft dich. Man muss nicht mit jedem klarkommen. Man muss aber, meiner Meinung nach, solltest du jeden respektieren. Ja, und das ist, wenn du das im Kopf hast, dann gehst du auch mit einem ganz anderen Gefühl an die Leute ran. Und wie gesagt, du bleibst einfach irgendwie positiver. Mhm. Also weißt du, ich kann da stehen und denken, was ist das jetzt für eine dumme nach dem Motto, oder warum glotzt ihr jetzt so oder was immer, sondern wenn ich denke, so du, sie hat ihren Grund in Ordnung oder er hat seinen Grund. Ich will ja nichts auf sie oder ihn direkt. Das oder hat einen Grund. Genau, also es gibt einen Grund, warum das was vielleicht passiert, aber ich persönlich muss damit nichts unbedingt zu tun haben oder möchte das nicht an mich ranlassen. Musst du auch nicht. Ich möchte jeden Menschen mit Respekt behandeln und dann... Das ist eine reine und gute Denkweise. Ja, pure attention. That's the key. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Ich weiß auch nicht. 51 Minuten. Okay. Ich bin in Trance. Ich auch, ich bin so in der Trance. Was habe ich mit euch angestellt? Wir sind alles erstmal also glücklich und dann. Ich bin müde auch und deswegen sind wir so. Ja. Ist so chill. Chill. Ja, nee, wirklich. Und dann hast du immer noch gesagt, so was Positives. Und dann ich bin schon jetzt so gedankenmäßig, was man machen könnte. Ja. Und so was. Vision Boards. Vision Boards ist good. Schreib dir auf, was du möchtest und sowas und frag nicht immer nach dem Wie. Genau, Leute. Passieren. Schreibt euch alles auf. Schreibt euch mal auf, was ihr euch vornehmt, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht, auch wenn es erstmal so ein bisschen out of reach ist. Ich finde, es ist immer wichtig zu gehen und wie du sagst, weißt du, viele Leute wollen immer das Jetzt haben, aber enjoy the process. Mhm. Life is a process. Go with the flow and see what happens. Bling! Und es klingt, Ich weiß nicht, wer das ist. Ich nicht. Das ist nicht meins, Susi, das ist die Susi. Oh, es klingt unklingt. Das ist der Topmodel. Sie wurde gerade angefragt an einem anderen Ort. Und ich komme mit iPhone nicht klar. Ist okay. Ist okay. Nee, also ich bin mit den. Hast du sonst noch irgendwas, die du sagen möchtest? Was sagt die vorstellen möchten. Sagen Leute, ich habe ein neues Projekt und den Tag wird es veröffentlicht. Irgend sowas. Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin gerade so ein bisschen auch in einem Grow-Process, also Flow-and-Grow-Process. Ich möchte gerade mich selber auch ein bisschen weiterbilden, noch in gewissen Themen. Wo machst du Fitnessstudio? Warum? Nur so. Das ist Neu-Isenburg. Neu-Isenburg, okay. Mehr sag ich nicht, Privacy. Nee, nur... Keep your distance. Ich weiß. Nur der Start, okay. Ja, ich bin in Neu-Isenburg. Ich kann das später, wenn die Kamera off ist, ein bisschen mehr darüber erzählen. Okay. Ja, weil ich mache Ausport, Leute. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass es mir sehr gut für meinen Brain hilft. Also, dass ich bin halt oftmals mit Anrufen tätig, mit Nachrichten schreiben, mit Bearbeiten, mit dies und das organisatorisch natürlich viel zeitlich im Anspruch. Mhm. Und Zeit für mich zu finden war oft schwierig, weil wenn ich dann am Handy bin, kommt die nächste WhatsApp-Nachricht, kommt die nächste Instagram-Nachricht. Und so habe ich jetzt übrigens auch alles ausgestellt, weil es einfach zu viel geworden ist teilweise. Meine ist auch gestellt, aber aus Versehen. Aber es ist super. Ja, es ist angenehmer, ne? Und Fitnessstudio war halt so ein bisschen, ich habe gemerkt, mein Kopf ist ausgelastet, aber mein Körper nicht. Ich konnte zum Beispiel nicht schlafen. Und ich habe gemerkt, ey, mach das jetzt mal. Und es ist erstens gut für deine Gesundheit, du kannst dich auslassen, hast die Power raus und... ich komme zurück zu meinem Fitness jetzt. Jetzt bin ich positiv, ich denke Zukunft und ich gehe noch Fitness. Ja. Babe. Das hat funktioniert. Kündige erstmal deine zwei anderen Verträge bei einem Fitness und dann kannst du Fitness machen. Ja, ich gehe in den alle drei, hallo. Bis morgens, Mittag, abends, genau. Ja. Nee, drei verschiedene. Ich habe drei verschiedene. Ist ja cool, dann machst du morgens, Mittag, abends. Okay. Nein, einer ist Verein. Eins reicht dafür. Einer ist Verein, du sollst gerne Verein gehen, mit Leuten spielen, Fitness für mich. Okay. Und der andere ist spezifisch, das ist EMS. Mhm. So, das ist diese 30 Minuten, dass man mehr verbraucht und mehr Muskel aufbaut. Okay. Daher, ich gehe jetzt zu alle drei Fitnessstudien. Ja, sehr gut. Also mir reicht eins, aber ich finde, das ist dein Weg. Fitness. Ja, du bist auch nicht fett. Okay. Okay, Leute, das war's. So. Ich bin in Trans. Du bist dran. Yeah. Transe. Ach so. Ja, ich bin trans. In einem anderen Leben war ich wahrscheinlich ein Mann. Nee, dran. Ja, ich bin dran, aber nicht in dich. Also. Nicht dran. Cheers. das war so, der Tag war lang. Vielen Dank, dass ihr das geschaut habt. Vergesst nicht den Like. Und sagt,
Lukas, danke, dass er hier warst. Schreib hier, danke, Lukas. Danke für deine Motivation. And thanks for having me, guys. Gespräch. Warum sagst du das? Gespräch. I'm not depressed. Ah, ist okay. Kein Deutsch, ist okay. I have a mental health coach. Ja, it's fine. Das war gut. Vielen Dank. Bye, Power People. Ciao, ciao. Gespräch.